Servus Freunde und willkommen zu Abras. Build to Destroy, einem Early Access Titel, einem aktuellen Early Access Titel vom Berliner Entwickler Randwerk. Ich finde einfach den Namen schon Abras, finde ich geil. Das ist super. So, ich stelle mir es so schön vor, wie man es im Ausland versucht auszusprechen und ich die deutsche Sprache, harte Sprache, ich finde es sehr geil. So, genug gelabert. Was ist Abriss für ein Game? Abriss ist ein Zerstörungssimulator. Das ist ein Physikpuzzler. Ihr habt hier mehrere Welten. Jetzt seht ihr, ihr habt da einiges an Umfang. So. Eieiei, Brücke habe ich noch 95%. Ich bin da nur im gelben, nicht im roten Bereich. So, dann zeige ich euch anhand von diesem Level mal das Spielprinzip. Es gibt viele Extras. Es gibt Gelenke, wo ihr sowas wie Katapulte bauen könnt. Es gibt Triebwerke. Es gibt Magnetsteine, wo ihr miteinander was verbinden könnt. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Das nennt sich Konnektor. Wenn ich das jetzt mache, dann fällt das nicht runter. Ohne den Connector wird das jetzt einfach runterfallen. So. Ihr habt mehrere Züge, aber das, was ihr dann im ersten Zug verbaut habt, ist weg. Ich gehe jetzt aber nochmal rückgängig, weil ich wollte euch ja was zeigen. So. Euer Ziel ist im Endeffekt, dieses rote Ding, diesen Generator, zu zerstören. Und möglichst viel von dem Konstrukt selbst. So, ihr könnt die hier jetzt so ein bisschen drehen. Ich kann die jetzt aber nicht hier oben aufstellen. Dafür brauche ich dann aufrechte Blöcke. Also ihr habt hier quasi euer Inventar. Und ich muss sagen, ich finde die Idee von diesem Spiel sehr cool. Und ich hoffe, dass man mit dieser geilen Physik Engine, die man da hat, noch ein bisschen mehr macht. Also ich hab's ja mal im Livestream gesagt gehabt, ich würde es mir wünschen. Was ich sehr cool finden würde halt, wenn wenn man da zum Beispiel so einen XCOM-Shooter oder sowas macht. Also mit zerstörbarer Umgebung, wo ich dann, oh, da ist ein feindlicher Schütze auf dem Gebäude, kein Problem. Das, was ich vorhatte, funktioniert nicht. Ich spreng das Gebäude jetzt so weg, so, dass der quasi, es funktioniert nicht, dass der quasi da runterfällt. So, ich habe jetzt auch, das ist eine orbitale Kamera, ich kann jetzt aber auch die freie Kamera. Und da kann ich jetzt hier überall mal rumfliegen, mir mal ein paar Details auch angucken. Also meinetwegen könnte das grafisch auch so aussehen, es wäre mir egal. Ich bräuchte jetzt nicht mal, bleiben wir jetzt mal bei diesem XCOM-Game, ich bräuchte nicht mal Gesichter oder sowas. Es wird mir reichen, einfach so die Kontur vom Gesicht oder so. Ist das eine Weltkarte? Naja. So. Da sehen wir unseres. Zack. Die Dinger sind fest. Also die fallen jetzt auch nicht runter. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, wenn ich jetzt hier drauf drücke, explodiert der, weil hier einfach Kontakt ist. Wollen wir wetten? Oh nein. So. Ich warte, bis dieses Ding genau hier in der Mitte ist. Dann habe ich hier einen Knopf. Da kann ich, wie gesagt, Triebwerke zum Beispiel zünden oder in diesem Fall den Sprengstoff. So. Und jetzt. Das Ding ist bombensicher. So, was innerhalb von dieser Zeit zerstört wird, ist das, wofür ich meine Punkte kriege. Das ist geil. So, gucken wir mal. Ja, im roten Bereich. Sehr geil. Also, ich bin jetzt hier in dem beim Experte. Ab dem ersten Strich schaltet ihr das nächste Level dann frei. Und der Rest ist eigentlich nur noch für eure Punkte. Ich kann jetzt hier im Sandbox-Modus, Entschuldigung, der Hund ist gerade ein bisschen hier am machen, kann ich jetzt so
ein bisschen experimentieren. Jetzt zum Beispiel hier die Mauer. Wo haben wir es denn? Das ist der Magnet, Bombe. Ja, ein Rotator und da mache ich jetzt einen Laser. So, wenn ich das jetzt loslege, erstmal Laser abfeuern, jetzt ein Rotator. So, das Ding kommt jetzt langsam aber sicher auf sein Ende zu. So, jetzt habe ich die Gravitation aus und jetzt wieder an. Bam. Also, ihr seht, es ist ein richtig, richtig, richtig schöner Physikbau. Ja, geil, ich habe das Ding getroffen. Physikbaukasten. Was hätte ich noch aus? Massiver Würfel. Ich frage mich, ob da das Ding genauso funktioniert. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das, was ich da mache, funktioniert. Na, ich mach dem Ding keinen Schaden, schade. Schade, ich kann es auch nicht aufheizen irgendwie. Schade. So, ihr könnt hier aber wirklich jeden Scheiß machen. Und jetzt feuern wir mal alles gleichzeitig ab. Das juckt das Ding nicht mal. Ich hätte jetzt gelacht, wenn da irgendwas reingeknallt wäre. Was hätten wir hier denn noch? Ein Spaghetti-Turm. Ah, sehr cool. Oh komm, dann machen wir jetzt nochmal einen Laser. Ich finde dieses Durchschneiden einfach wunderschön. So. Die Gravitation machen wir aus, dass sie jetzt erstmal nicht zusammenbricht. Er schwebt. Und jetzt lassen wir ihn runterfallen. Bam. So, während alles wackelt, wird es jetzt schön noch durchgeschnitten. Zack, zack, zack. Oh, das wird jetzt schön. Ach, ich liebe es einfach. So, und das war dann Abrasch. Wie gesagt, es ist ein richtig schöner Destroy Physik Baukasten. Ich habe, glaube ich, jetzt jedes Mal, wenn ich das Spiel beschrieben habe, eine andere Beschreibung benutzt. Aber das Spielprinzip ist einfach, aber was man draus macht, ist mega. Und ich habe da sehr viel Spaß dran und freue mich auch, wenn es aus dem Early Access kommt. Und bin da mal gespannt, was da noch alles dazukommt, ob was dazukommt oder ob es jetzt mehr an der Performance liegt. Also, ich hatte einen Absturz während dem Spielen, in 2 Stunden Spielen einen Absturz. Wobei das kein Absturz war, es hat aus irgendeinem Grund einfach kein Bild mehr gegriffen. Also ich hatte Ton, ich konnte auch alles genauso machen, wie wenn ich normal interagiere, ich habe einfach nur nichts mehr gesehen. Aber das Spiel ist erst rausgekommen, ich denke, das haben die schnell im Griff. Alles klar, dann macht es gut, Leute, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Damit sind wir auch wieder am Ende unserer Show angelangt. Wie fandet ihr diesen kleinen Einblick? Trash oder Gold? Vielleicht sogar eine Mischung aus beidem? Teilt uns eure Meinung mit und schreibt es in die Kommentare. Ihr kennt auch Titel, die eine kleine Erwähnung wert sind und auf die man ruhig ein oder sogar 2 Blicke werfen kann. Haut sie raus. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Let's Show!